Hey ho, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Dishonored. Falsche Taste. Ich habe ja noch einen Part behauptet, viel kommt ja nicht mehr, aber irgendwie habe ich da ein bisschen Blödsinn gelabert. Ich habe einiges vergessen. Also es kommen nicht mehr viele Aufträge davon abgesehen, aber es kommt noch einiges an Level. Tja, wenn ihr schon immer wissen wollt, wo die ganzen toten Weiner hinkommen oder die ganzen Leichen, jetzt wisst ihr Bescheid. An diese Züge müssen wir rankommen. Weil wir da eine Chance haben, hier wieder rauszukommen. Mann, da gibt mir Teleport. Ach, jetzt bin ich durchteleportiert. Muss ich ein bisschen aufpassen. Wir wissen, wir sind hier in irgendeinem verseuchten Gebiet. Oh, guck mal da. Was bist du? Du bist eine Wache. Das erkenne ich an deinen Nüppel, dein Schwert, was du da hast. Hier geht's aber auch noch irgendwo rein. Hier ist aber auch Weiner. Mana ist voll. Jetzt nicht mehr. Okay. Oh, was war das für ein Ruckler eben? So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier am besten verfahren. Genau, da ist ein Weiner. Der ist jetzt aber nicht in meiner Nähe, von daher ist das nicht so schlimm. Komme ich jetzt aber an den ran? Ah, gut, okay. Ha, na, das ist ja eine super Szene. Wie soll ich denn da rankommen, ohne... Hau ab! Ach so. Was bist du? Bist du eine neue Wache? So wie ein Tallboy? Kann nicht sein. Vielleicht ein Arzt? Sehe ich so aus wie ein Tallboy, ey? Was sie denn drauf? Vielleicht ein Attentäter? Richtig. Aber nicht ganz... Auf der Durchreise, wie? Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Das probieren immer wieder ein paar. Und dann fallen sie runter und brechen sich den Hals. Doch das wird dich nicht davon abhalten. Fast geschafft. Es ist ziemlich einfach, von hier auf die Dächer zu kommen. Das siehst du. Aber, wartet mal. Hier ist noch was. Eine Notiz. Übrigens hatten wir der letzte was Safe... Was willst du von mir? Mann, jetzt... Mich ausrauben? Ja. Mich mit mir im Heu wälzen? Ja. Mich retten? Nein. Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin hier ganz alleine hergekommen und ich werde hier bleiben. Gibst du mir bitte... Denkst du, da draußen ist es besser? Ich sage es dir nur ungern, aber so sieht's nun mal aus. Das, was du hier siehst, das ist Dunwall. Der Bezirk der Reichen. Bald wird alles so aussehen. Was? Das ist der Bezirk der Reichen? Okay. Alles klar, wissen wir ja mal Bescheid, wa? Wo wir schon mal nicht wohnen wollen. Wir wollen aber auf jeden Fall weiter nach oben. Weil hier nämlich Money liegt. War da irgendwas, habe ich doch hier gerade gesehen, oder? Hm. Ah, lauf doch mal. Okay, rüber, hier hin und ein paar Münzen. Super. Oh. Das habe ich gesagt, das war der... Das Gespräch jetzt eigentlich zu Ende geführt. Also das, den Safe, den wir da hatten in der letzten Folge, das ist auf jeden Fall der letzte gewesen. Es gibt keine weiteren mehr. Was ja einerseits ganz gut ist, dann habe ich mich mit meiner Ruhe. So, von hier aus guckt man, das könnte man super raufkommen. Möchte ich aber noch lange nicht, weil hier ist noch einige Sachen zu tun. Yeah. Aber hier bin ich noch nie von hier aus, bin ich noch nie lang gegangen. Das fällt mir gerade mal so auf. Aber erstmal möchte ich hier runter. Ist da unten Wasser? Ich weiß nicht. Ne, es sieht so aus, als wenn ich mir das Genick brechen würde, wenn ich da runterfallen würde. Shit. Bin ich jetzt da lebend runter? Okay. Wow. Ach ja, no. Ah, du hast ja aber auch nicht mehr so ganz... Ach doch, hier ist doch Wasser. Jetzt auch schon lange nicht mehr so ganz so gesund an. Okay, hier ist aber nichts mehr. Da hinten war da noch was, oder? Ah ja, da war ja auch noch eine Wache. Komme ich denn an die am besten ran?
Ach, ist keine Wache, das ist ein... Hä? Hab ich da vorne... Das habe ich vorhin nicht gesehen, oder was? Ist das hinter der Tür? Nee. Das habe ich echt nicht gesehen. Ja, aber es ist zu hell ist manchmal. An diesen Stellen, da ist es immer so hell, da kenne ich das nicht. Hier komme ich auch noch ran, mein Freund. So, hier sind schon die ganzen Ratten. Nicht sehen. Ich muss in einem Keller sein. Es gibt kein Krankenhaus, das sagte ich doch. Treiben Sie die Leute zusammen, weil es ein Heilmittel gibt? Es sind Stadtwachen. Oh, die sollten doch die Leute beschützen. Sollten, ne? Das haben sie. Sie beschützen die Gesunden vor Leuten wie uns, den Kranken. Mir geht es nicht so schlecht. Manche Leute überleben es, richtig? Oder nicht? Doch. Einer von tausend. Wahrscheinlich 10.000. Das Risiko gehe ich ein. Wenn ich hier rauskomme. Und es mir besser geht, werde ich mein Leben ändern. Ein Neubeginn. Okay. Ganz von vorn. Das war's. Alles gut, mein Junge. Seltsam. Sie sehen nicht krank aus. Sie sind kein Opfer und keine Wache. Vielleicht ein Geist aus dem großen Nichts? Hm. Alle paar Minuten kommt ein neuer Wagen. Wie viele wohl gestorben sind? Man sagt ein Drittel der Stadt. Ich wollte es nicht glauben, doch dann sah ich selbst den Leichenberg. Sie haben uns einfach draufgeworfen. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich weiß, warum Sie es tun. Aber ich wollte zu Hause sterben. Okay. Ja. So, du bist aber eine Wache, oder? Ja, ich glaube, das war eine. Aber erstmal schnappen wir uns hier das Geld. Naja, das Essen ist egal, aber... Und damit wegfahren. Tolle Idee, Mann. Und was ist mit der... Was denn? Mit deinen verdammten Schlüssel, du. Und du hast Geld. Mein Freund. Jetzt hast du es nicht mehr. Okay, ich habe leider ihr tolles Gespräch unterbrochen. Die sind eigentlich ganz lieb, aber die haben Sachen, die bei die mich einfach mal interessieren. Seht ihr? Oh, einfach wieder irgendwo hingeschmissen. Ah, egal. Ah, dazu war der Schlüssel. Hier haben wir wieder tolle Information. Haufenweise Kohle. Ey, wir können uns so zukaufen am Ende, wir wieder endlich mal dazu kommen. Das Problem ist, wirklich erstmal wieder dazu zu kommen, ne? Das ist ja eigentlich unser Problem. So, rein theoretisch können wir hier von hier aus weitergehen. Hier wird es nochmal richtig problematisch. Da hinten sehen wir schon. Haufenweise Tallboys. Ich könnte kotzen, wirklich. Oh. Ich hasse die Tallboys hier. Weil das einfach Gegner sind, die wir hier nicht irgendwie lahmlegen können. Hast du nochmal dahin jetzt? Oh, der ist auch gestorben. Ne, der ist bewusstlos. Also schläft sozusagen. So, wir gucken uns aber noch hier drüben schnell um. Hier ist nämlich noch jede Menge Kohle. Was bist du denn? Ein toter Weiner. Hier sind so viele Möglichkeiten. Ah, geh doch mal hoch. Hier haben wir nämlich noch mehr Kohle. Ah, das wollte ich nicht.
Verdammt. Okay, mehr ist jetzt hier aber auch nicht. Also kann ich mich auch, sag ich mal, um einer Wege machen. Also ich könnte mich mit dem Zug, wie gesagt, durchschlängeln, aber blödsinnig. Obwohl, man kommt dann bis zum Ende, ja, das geht schon. Geht schon ganz gut sogar. Aber wie gesagt, da würde ich einige Schätze verpassen. Das möchte ich eigentlich nicht. So, was ist hier eigentlich noch? Hier ist nämlich noch was. Na gut, Essen und... Naja, immerhin 20 Münzen nochmal. Aha. Okay. Alle 10 Minuten muss er ein Bein abstechen, Alter. Was haben wir da für Sachen? Essen und Munition, also nur was ich brauche. Ich weiß nicht, ob ich. Was ist denn das? Ach so. Verdammt. Ja, hier muss ich mir erst was überlegen. Das ist nicht so einfach, wegen den dummen Weinern hier. Wegen den dummen Tallboys. Könnte den Weg hier so entlang gehen. Ich hätte aber eigentlich noch einen anderen Plan. Weil ich weiß, dass da drüben noch was ist. Aber das ist ziemlich gefährlich. Wenn die Fluglichter wieder angehen, ist es deine Aufgabe, die Weiner zu sichten. Meinst du, das hilft? Dann kann ich alten Damen in die Augen sehen, bevor ich sie töte. Was meinst du, warum hier niemand lange durchhält? Ich kehre zur Zivilisation zurück. Bewahr einen kühlen Kopf, dann bist du auch bald ein Stelzenläufer. Ich gebe mein Bestes. Toll. Gutes Wort für mich ein, ja? Okay, hier waren wir doch erst, oder? Ja. Wollte da hinten hin. Bist du auch ein Stelzenläufer? Hält sie auch mit Helm an, oder? Oh, hat sie wieder umgedreht. Yes, das wollte ich. Laufe, laufe, laufe. Und das war's. Gute Nacht, mein Freund. Was ist das für ein Sinn hier eigentlich? Was hat das für einen Sinn, nochmal die Scheinwerfer zu machen? Ich weiß, dass da Weiner drin sind. Ah ne, das sind noch nicht mal Weiner. Das ist ja auch noch so gewesen, ganz komisch, glaube ich. Hier haben wir noch was. Wir haben ein bisschen Lektüre zum Lesen. Okay, davon kann ich gar nichts mitnehmen. Und nochmal einen Brief sogar. Okay. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Ach, verdammt, jetzt geht er hier auf Patrouille. Da muss man nämlich wirklich aufpassen. Oh. Muss man wirklich aufpassen. Das sind, wie gesagt, keine Weiner. Hör sich das einer an. Magnus sorgt sich. Was gäbe es denn Schlimmeres, als im Schlamm des überschwemmten Bezirks zu sterben? Ich meine, selbst wenn wir rauskommen, stecken wir nur unsere Familien an. Ich habe keine Familie und wenn, wäre mir das egal. Mich hält hier keiner fest. Ich infiziere die ganze Stadt. Bringt mich hier raus. Ich habe gehört, Blake da hinten im Treppenhaus hat einen Plan. Klingt verrückt. Wir sind alle zu schwach dafür. Wenn ich höre, dass ausgeht, hau ich ab. Ich auch. Und ich wette, unser Familienmensch hier wird mir folgen. Ja, wartet mal. Bevor ihr hier abhaut, müssten wir erstmal einige kleine Sachen ändern. Ui! War das schon vorbei? Verdammt, das wird echt ein kleines... Aua! Verdammt. Okay, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Nicht vergessen, Freunde, mir noch einen Kommi zu hinterlassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Und wenn ihr auf den aktuellen Stand bleiben wollt, dann abonniert mich doch.